also quisselig, das ist jetzt, was nicht echt ist. Ne? Und ein Aalquissel, das ist also, die immer jetzt zu quisseln hat, immer jetzt zu meckern hat, alles besser weiß und auch ein bisschen bigott ist. Das ist ein Aalquissel. Ne? Ja, wie soll man ein Quissel, wie soll man die beschreiben? Ein Quissel ist, an sich sind das nur Fraulück, an meiner Erinnerung. Vor allem sind das Lück, die an allem jetzt auszusetzen haben. Ist ja, was man erzählt, ist ja, was man zeigt, ist ja, was man mäht. Die Quissel weiß das besser, weiß das anders, die ist an allem jetzt am aussetzen. Ja, meine Oma, die hat immer jetzt eine Scheiße, ob Deutsch gesagt. Die Woche so jetzt von verkehrt. Und wenn irgend jetzt war, da sagten sie immer, das Kutschel ist dringend, die Quissel ist wieder dran. Und wenn wir Kinder auf der Straße spielen hätten, da kommen die an die Tür, der Mati so ein finster Schein die Tür ab. Mati, da ne Fotko, die verdammte Benz. Und dann haben wir die natürlich gehänselt, das war ja klar. Ne? Die muss ja dann auch noch jetzt gearscht werden, damit die noch jetzt mehr brüllen hätten. Da war das die Quissel. Die kriegen unser Herr J. bei den Zierne. Bei den Zehen. Das ist die morgens und abends noch der Gere schläfen, ne? Ein Quissel? Das ist eine Frau, die alles weiß und an jedem Jahr auszusetzen hat und die meistens mit der Nachbarschaft zurecht geht. Und ein Aalquissel, die sich in alles rinmischt, sagen wir mal so, was sie nichts angeht.